Verehrte Festgäste, heute geht es nicht nur um das Überleben der Sprache und der Kultur in einem fremden Staat, sondern um viel mehr. Es geht darum, dass nicht nur Schützen, sondern alle, querbeet durch alle Altersstufen und Schichten, wieder ein neues, nennen wir es einmal ein patriotisches Selbstbewusstsein entwickeln. Nur mit diesem patriotischen Selbstbewusstsein ist es möglich, das Ladinische und die alte Tiroler Kultur hier auch weiterhin zu stärken. Die Buchensteiner, verehrte Zuhörer, haben in ihrer Geschichte immer wieder bewiesen, dass sie treue Untertanen Österreich-Ungarns waren und dass sie den deutschen Nachbarn seit jeher wohlgesonnen sind. Um 1900 gerieten die Ladiner zwischen die Mühlsteine des deutschen und des italienischen Nationalismus. Und gerade dieser Kampf der Nationalitäten machte die Ladiner als Minderheit stärker und förderte das ladinische Identitätsbewusstsein. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden ladinische Vereine, es erschienen ladinische Zeitschriften, nach dem Weltkrieg wurde die ladinische Fahne aus der Taufe gehoben und zugleich forderten führende ladinische Persönlichkeiten gemeinsam mit den deutschsprachigen Nachbarn das Recht auf Selbstbestimmung. Im Oktober 2007 durften die Buchensteiner und die Ampezzaner dann erstmals von diesem Recht Gebrauch machen. Und da forderte eine überwältigende Mehrheit die Rückkehr zu Südtirol. Nun ist es aber an der Zeit, endlich auch konkret eine Lösung zu finden. Wir augere deci ad incontra a questa libertà con convinzione e con vare sicur. Liebe Anwesende, habt den Mut, dieser Freiheit, die wir uns so sehr wünschen, mit Überzeugung und mit sicheren Schritten entgegenzugehen.